Das Bürgergeld, die Einführung des Bürgergeldes führte zum Beispiel dazu, dass es eine Erhöhung der Regelsätze gibt. Ja, als Beispiel zum Beispiel für alleinstehende Erwachsene gibt es jetzt 502 Euro und damit 53 Euro mehr, als bislang der Fall war. Bringt das eigentlich was? Naja, die 53 Euro sind das, was an Inflation ausgeglichen wird. Mehr ist das nicht. Das heißt, die Menschen haben im Grunde genommen nicht mehr Kaufkraft, also können sich für die 503 Euro nicht mehr kaufen als vorher für die 449 Euro. Und die 449 Euro haben nicht gereicht. Also reichen die 503 Euro auch nicht. Der Sprung, den man da gemacht hat, der ist viel zu klein. Das ist ein Mini-Hüpfer. Mhm. Und in Wahrheit brauchen wir Minimum für jeden Erwachsenen 650 Euro. Es gibt einige, die sagen, es sind auch deutlich mehr. Und dies fordern wir auch nach wie vor von der Politik. Es geht letztendlich darum, und das wäre ja der Wandel von Hartz IV in Bürgergeld, die Menschen aus der Armut herauszuholen. Und das ist nicht gelungen. Und deswegen sagen wir, dieser Mini-Hüpfer hat es nicht gebracht.